Hallöchen, hier ist Kyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Beschwörungszeit. Der Banner ist heute nur noch da, deswegen nehme ich den Waffendreieck-Banner natürlich mit. Und dass der Account, der Azura nicht braucht, dementsprechend gehe ich, glaube ich, auf grün. Weil Hinata, ich glaube, der ist auch als 5 Sterne nicht so gut. Und das würde mich, glaube ich, ärgern, wenn ich ihn dann so stark hätte. Und es gibt noch ein paar weitere Free Summits. Aber das ist nicht der Account, der von Niam gesegnet werden kann. Dementsprechend spreche ich nicht die magischen Worte. Ich möchte das gute Glück nicht für etwas anderes aufbrauchen. Und puh, das ist ja jetzt blöd. Ich glaube, ich nehme lieber noch eine Azura statt Hinata. Falls denn überhaupt heißt, dass wir so viel Glück haben. Aber es funktioniert tatsächlich, dass wir zumindest einen 4-Stern-Donny bekommen. Bin ich auch mega zufrieden mit. Ich kann wegziehen und irgendwie das andere, was er hatte, eigentlich, genau, gegenseitige Hilfe, immer gut gebrauchen. So, noch mehr machen wir hier nicht. Und wie ist es bei euch mittlerweile so gelaufen bei den Beschwörungen auf diesem Banner? Ich muss kurz gucken. Gibt es hier vielleicht noch irgendeine Farbe, die mehr profitieren würde? Ich glaube, wir können direkt auf Rot gehen. Oder auch nicht! Wieso denn auch? Unfassbar, sonst sehe ich gar keine rote Sphäre. Gar keine grüne Sphäre, so. Und jetzt auf einmal, das ist sehr, 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 sehr komisch. Ja. Oh mein Gott, ja, den habe ich noch gar nicht auf gar keinen Accounts. Oh Gott, wie gut. Noch viel, viel besser als Azura selbst. Oh mein Gott. Oh, nice. Oh, super. Mal gucken, je nachdem, wie meine Bearbeitungszeit ist, werde ich hier noch was einblenden. Ich befürchte aber nicht. Aber, oh, nice. So, dann weiß ich gar nicht, auf welchem Banner ich eigentlich so richtig ernsthaft beschwören möchte. So, hier würde ich auch auf blau gehen. Zwar glaube ich auch nicht, dass das klappt, aber... Und dann halt in dem Sommerbanner noch ein bisschen rumprobieren, weil... Tiki ist mir doch tatsächlich sehr ans Herz gewachsen, die mich das eine Mal gepity-breaked hat. Und dementsprechend möchte ich mein Glück auf dem Sommerbanner versuchen. So. Libra wäre eigentlich auch noch interessant gewesen. Aber ich glaube, hier bin ich auch versorgt mit Axtkämpfern. Oh! Oh, vielleicht habe ich hier... Mal gucken, wen ich hier... Ich hab's doch befürchtet. Okay, gut. Den Pity Breaker hatten wir hier. So, ein schmerzliches... Da ist der Account. Ich habe letztens erzählt von der 4 noch was Rate. Das ist der Account. Bitter, bitter. Nicht nur, dass die Rate so hoch ist, als der Banner verschwand, sondern... Ich war vorher noch aus diesem Account ausgesperrt, sodass ich sowieso nichts mehr machen konnte. Weini, weini. So, 3 Sphären. Machen wir, ne? Machen wir. Seit denn jetzt kommt zweimal auf Rot nur ein 3-Stern bei rum, dann habe ich auf Rot auch keine Lust mehr. Hallöchen, alle, Hallöchen. Habe ich eigentlich mittlerweile, letztens schon mal erzählt, dass es mittlerweile so warm ist, dass ich doch schwimmen gegangen bin und das gar nicht schlecht fand. Ich bin ja sonst eher der Bade... What? Oh mein Gott, das ist auch so gut. Und ich habe sie auf dem Account noch nicht. Danke. Danke.
Vielleicht will mir ja das Spiel Honig ums Maul spielen, weil ich so lange nicht eingeloggt war. Ich habe manchmal echt so das Gefühl, wenn ich aus Frust irgendeinen Account nicht mehr viel gemacht habe, wie beschwören. Ja! Oh mein Gott, heute ist das so ein guter Tag. Oh Gott, ich kann so viele Charaktere promoten. Ach, es ist gut. Ach, es ist gut. Ich kann doch nicht so viele Charaktere promoten. Ich habe nicht mehr so viele Federn. Oh Mist. Oh Mist. Egal, beschwören wir noch ein bisschen weiter. Denn jetzt muss die Rate ja erstmal wieder hoch. Naja, ich war die Woche, das Wochenende schwimmen. Ah, das nehme ich auch immer wieder gerne. Und ich denke, ich werde das, wenn das Wetter so bleibt, auch noch ein paar Mal machen, weil... Holy cow, diese Hitze. Und ich muss eigentlich noch schaffen, dass ich bis zum... Ich weiß nicht, ob ich dich auf diesem Account schon mal hatte. Ja, hatte ich schon. Also du bist auch immer sehr willkommen. Fühl dich wie zu Hause. Naja, ich hätte schon gerne irgendwie untergebracht, dass ich jetzt diese Woche noch schaffe zu streamen. Huch! Wo kommen denn plötzlich die ganzen farblosen Charaktere her, die ich sonst nicht kriege? Wow! Also da kommen... Also gerade kommen wirklich nur gute Charaktere bei rum, dass ich echt nicht abgeneigt bin, hier weiterzumachen. Naja, ich wollte gucken, ob ich es hinkriege, mal zu streamen. Aber es ist unglaublich, jetzt wo ich nicht mehr Homeoffice arbeite und zwischenzeitlich machen kann, was ich möchte. Also zumindest so im Aufnehmen. Yes! Bisher echt... Der Banner mag mich heute. Ich krieg zwar keinen Charakter, also keinen von denen im Fokus, aber ich kriege nichts, worüber ich mich übermäßig ärgere und mir gleich denke so, ah Mist, den schicke ich sofort nach Hause. Na, Felicia ist nicht unbedingt so der Kandidat, wo ich dann gleich ärgerlich denke, weg damit. Wir sind schon unter 30, das ist bitter. Naja, aber jetzt, wo es mit der Homeoffice vorbei ist, kann ich halt, wenn ich gerade so den Vibe habe, nicht einfach so Folgen aufnehmen, das so mit Zwischenschummeln oder einen Stream vorbereiten oder so. Und dementsprechend muss ich dann immer schauen. Ich glaube aber, nächste Woche sollte es auf jeden Fall besser laufen, weil ich bin gerade dabei, schon auf Vorrat ein paar Folgen aufzunehmen. Am Wochenende habe ich auf jeden Fall Zeit nochmal aufzunehmen. Dann habe ich für Fire Emblem auf jeden Fall den Slot wieder so weit voll. Sodass ich halt wirklich wieder regelmäßig Folgen bringen kann. Und dann habe ich, glaube ich, wenn ich im täglichen Rhythmus eine Folge... Ja! Oh mein Gott! Es ist ja spät, ich will jetzt hier nicht so rumbrüllen, aber... Okay, der Banner... Oh Gott, das, dieses Vogelvieh, diese komische Bewegung gerade, die wirkte so krass. Boah. Ja gut, nice. Ich bin zufrieden. Kamera muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Ich wusste doch gar nicht, was ich mit dir machen sollte. Oder könnte. Keine Verwendung für. Aber ja, das ist jetzt gerade me happy. Me very happy. Super, super, super. Ja, aber ich bin gerade dabei, Folgen im Vorrat aufzunehmen. Und wenn ich genug habe, kann ich dann immer peu à peu andere Projekte wieder mit aufnehmen. Und hab dann halt, glaube ich, auch wieder so ein bisschen Rhythmus. Stream Fire Emblem Heroes wäre mir gerade noch ein bisschen lieber, um wieder reinzukommen. Aber ich möchte halt auch Fire Emblem The Sacred Stone weiterspielen. Aber das, also da muss ich dann auf jeden Fall wahrscheinlich 3 bis 4 bis 5 Stunden mindestens einplanen.
mit so Zwischendurchgelaber und dann meiner Dödeligkeit, ja, da braucht es ein bisschen mehr. Aber naja, mal gucken. Vielleicht sneake ich spontan irgendwie doch plötzlich einen spontanen Stream mit rein. Samstagvormittag wäre, glaube ich, der einzige Zeitslot, wo ich das versuchen könnte. Mal schauen, ich verspreche natürlich nichts. Auf Discord hört ihr darüber von mir dann mehr und auf Twitter. Discord jetzt die letzten Tage war ich nicht so aktiv, weil ich früh schlafen muss. Und sonst habe ich es immer auch noch auf dem Handy gehabt. Ich glaube, ich installiere es nachher nochmal, damit ich nicht am PC sein muss, um dort mit euch zu kommunizieren. Ja, wird alles. Und ich gucke gerade wieder nach neuen Emotes, zum Fertigmachen, zeichnen lassen und so, damit wieder frischer Wind reinkommt. Mal schauen, viel zu tun und eigentlich auch gerade nicht so wichtig, aber ging mir durch den Kopf. Infovideo werde ich wahrscheinlich auch nochmal raushauen müssen, weil ich eigentlich auch noch viel mehr zu sagen habe. Aber das kommt auch alles mit der Zeit. Ich bedanke mich dann erstmal an dieser Stelle fürs Zuschauen und hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Hoffe, dass ihr auch Glück habt, eure Wunschcharaktere bekommt. Egal auf welchem Banner. Jetzt ist ja eigentlich Legendary Hero Banner Zeit. Der ein oder andere wird es da versuchen, aber wie gesagt, für mich stand noch der Summer Banner aus. Ja. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke überhaupt, dass ihr alle noch da seid. Ich dachte, nach der riesen Videopause und kein Infovideo ist mein Kanal wahrscheinlich wieder ausgestorben. Aber sorry, ich kriege so viele Kommentare und ich muss nachher auch noch beantworten. Ich freue mich so dermaßen. Oh, fühlt euch alle geflaucht. Das ist so schön. Ja, den Ausbruch jetzt auch nochmal mit. Aber jetzt sage ich wirklich, wirklich, wirklich tschüss. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Kyoko.